Ich hab's gesagt und ich halte mein Versprechen, wir geben Vollgas und genau aus diesem Grund gibt's jetzt heute zwei Videos und zwar erst fangen wir an mit Amazon Kindle Publishing Business. Das macht wie immer unsere KDP-Expertin, der ist allerdings jetzt zu kalt, denn mir ist jetzt schon hier zu kalt, selbst das im Juli. Wir haben hier in Berlin halt regenkalt und alles was dazugehört und deswegen ist Jessie halt abgehauen immer noch nach Ibiza. Da wird sie euch die Top 10 Nischen fürs KDP-Business halt verraten und ich werde heute Abend ein richtig Knaller-Video rausholen, was jeder unbedingt geguckt haben muss, der im T-Shirt-Business halt ist oder Print-on-Demand betreibt. Also das ist ultra wichtig, heute Abend zu gucken. Ich haue es noch vor 0 Uhr raus und da gibt es noch eine kleine Überraschung drin. Richtig geile Sache, was jetzt alles kommt. Kamera wird jetzt mal laufen. Die wird jetzt auch mal so in der Hand genommen und dann einfach mal ein bisschen mit ins Unternehmerleben genommen. Also das wird eine ganz spannende Sache. Los geht's ab zu Jessie. Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren KDP-Video hier auf dem Channel. Ich bin Jessica, digitale Nomadin, Online-Unternehmerin und seit 2016 bei KDP aktiv. Und heute sitze ich hier mal gemütlich bei uns im Garten vor der Palme. Das heißt, ich genieße hier so ein bisschen den Tag draußen in der Sonne und habe mir überlegt, dass ich heute mal mit dir meine Top 10 Nischen für 2021 bei KDP teilen möchte. Denn das ist so ein Punkt, was viele nicht unbedingt immer gerne preisgeben, weil sie selber in diesen Nischen aktiv sind und sich natürlich nicht noch zusätzlich Konkurrenz mit ins Boot holen möchten. Aber ganz ehrlich, uns geht es ja hier auf dem Kanal darum, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr wirklich auch Verkäufe generiert. Und wenn du vielleicht gerade noch Anfänger bist mit KDP oder wenn du vielleicht noch nicht so genau weißt, wie du jetzt recherchierst oder wie du mit den verschiedenen Recherchetools umgehst, wo wir hier dann ja auch nach und nach immer weitere Videos haben, dann ist das hier definitiv das Video für dich, denn hier stelle ich dir ein paar Nischen vor, die du wirklich super easy erstellen kannst und die sich richtig gut verkaufen. Du hast in diesen Nischen bisher noch keine große Konkurrenz. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme und diese Nischen halt auch für mich mit verwende, ist die Konkurrenz auch relativ gering. Ich sage das extra dazu, zu diesem Zeitpunkt, denn das kann natürlich in ein paar Monaten ganz anders aussehen, wenn mehrere Unternehmer diese Nische finden und dann natürlich ihre Bücher veröffentlichen. Also insofern lohnt es sich wie immer, hier auch schnell in die Umsetzung zu kommen. Also, setz dich hin, mach's dir bequem, schreib mit und hier kommen meine Top 10 Nischen. Bei den Nischen heute geht es um wirklich interessante Nischen, in denen es generell nicht so viel Konkurrenz gibt, die aber gesucht und gekauft werden. Und heute geht es tatsächlich hauptsächlich um No- und Low-Content-Bücher, das heißt mit wenig oder keinem Inhalt, die super easy zu erstellen sind. Und hiermit berechne ich zum Beispiel einfach mal die Möglichkeit, wie viele Bücher pro Monat oder auch pro Tag von der jeweiligen Nische überhaupt abverkauft werden. Denn einige dieser Bücher verkaufen mitunter einige hundert Stück pro Monat und das ist natürlich ein richtig cooler Umsatz. Hier scrollst du einfach mal ein bisschen runter und du siehst hier schon, hier kannst du den BSR-Rank angeben. Sagen wir jetzt einfach mal 5.000. Du kannst hier wählen zwischen E-Book und Book und wir wählen jetzt hier einfach mal Book und kalkulieren mal, wie viele Verkäufe es da gibt. Das heißt, beim Bestseller-Rank von 5.000 hast du schon ungefähr 44 Verkäufe pro Tag. Das ist immer nur eine grobe Schätzung, denn es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Nische überhaupt gesucht wird. Wenn du jetzt in die Finanznische gehst, da ist ein Rank von 5.000 natürlich noch mal krasser, denn je niedriger, desto besser. Wenn du jetzt in eine Unter-Unter-Unter-Nische reingehst, da wäre 5.000 dann schon wieder viel zu hoch, je nachdem, wie tief du gehst. Aber das gibt dir zumindest schon mal einen einigermaßen guten Hinweis darauf, ob dieses Buch gekauft wird und wie viel da überhaupt möglich ist. Dann arbeite ich hier auch noch mit BookBolt. Du kannst hier auch kostenlos starten. Wenn du dein Business aber tatsächlich richtig professionell aufbauen möchtest und Geld verdienen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Bezahlversion. Da haben wir hier unter dem Video auch einen Link für dich, wo du nämlich auch nochmal richtig sparen kannst. Und bei BookBolt schaue ich mir auch immer die Bestseller an. Was läuft jetzt gerade? Was gibt es gerade? Und natürlich auch die Keywords, die dazu gesucht werden.
Du wirst feststellen, dass die Keywords mitunter viele Suchergebnisse bringen und daher auch eine größere Konkurrenz haben. Aber es ist wie immer, geh in die Unternischen und investiere ein bisschen mehr Zeit in die Keyword-Recherche. Denn da findest du dann auch Keywords, die weniger gesucht werden, eine geringere Konkurrenz haben und trotzdem gekauft werden. So, springen wir hier einfach mal noch rüber, denn diese Seite, die Niche Raiders, das ist eine Seite, die ich auch immer noch gerne verwende, um auf Ideen zu kommen, wenn ich recherchiere. Denn hier siehst du schon, was es hier alles an Möglichkeiten gibt für Interiors. Und da kannst du dich einfach mal durchscrollen und schauen, was es für dich interessant wäre. Und die kannst du dann auf dem amerikanischen und auf dem deutschen Markt natürlich mal eingeben und schauen, wie die Nischen aussehen. Also das sind so einige Möglichkeiten, wie du an Ideen herankommen kannst, welche Nischen gerade richtig gut laufen. Und lauf natürlich auch einfach mal durch Buchhandlungen und guck dir an, was da in den Auslagen ist. Oder frag Freunde, denk an deine Hobbys etc. Hier zu Niche Raiders haben wir unten auch nochmal einen interessanten Link für dich. Also insofern tob dich hier aus und schau einfach, welche Möglichkeiten es hier für dich gibt. Und jetzt springen wir aber auch schon direkt in die Top 10 Nischen für 2021 auf dem amerikanischen Markt, aber auch auf dem deutschen Markt. Und am Ende des Videos gebe ich dir noch ein paar Tipps, also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Das erste Beispiel, du siehst es hier, Blank Guitar Tab Notebook. Das ist wirklich einfach ein Notizbuch, wo Gitarristen ihre Songs schreiben, ihre Akkorde niederschreiben. Und da können wir gleich einfach mal ein bisschen runterscrollen. Wichtig für uns ist hier erstmal immer diese Zahl. Das sind die Suchresultate, wenn du dieses Keyword oben eingibst. Alles, was unter 1000 ist, ist super. Das ist unser Ziel, dass wir Nischen finden, wo das Suchergebnis unter 1000 ist, denn das bedeutet, dass du hier weniger Konkurrenz hast, gegen die du angehen musst mit diesem speziellen Keyword. Wenn du aber mal etwas drüber bist, macht das überhaupt nichts, denn dann kommt es darauf an, dass du ein bisschen mehr Zeit in die Keyword-Recherche steckst und einfach schaust, dass du in die Unternischen gehst und andere Keywords findest. Aber da gehe ich nachher noch drauf ein. So, und jetzt scrollen wir einfach mal runter. Hier diese gesponserten Produkte lassen wir komplett außer Acht. Das sind Produkte, auf denen gerade Werbung läuft. Aber wir schauen uns das hier unten jetzt mal an. Hier zum Beispiel Bestseller Rank 56.000. Das ist super. Hier auch 31.000, perfekt. 41.000, super. Das heißt, wenn wir hier schon mal auf der ersten Seite drei Bücher haben, deren Bestseller Rank unter 100.000 bis 300.000 liegt, dann ist das perfekt, dann ist das eine richtig coole Nische, auch für dieses Keyword, was du hier oben eingegeben hast, was du hier nochmal siehst. Also insofern ist diese Nische für uns super interessant. Die ist jetzt hier auf dem amerikanischen Markt, du siehst es schon bei Amazon.com, das heißt, hier kannst du wirklich super easy genauso ein Buch erstellen und du kannst jetzt auch einfach mal schauen, wie die Cover sind. Guck dir hier an, das ist ein ganz normales schwarz-weiß Cover, steht einfach nur drauf, was es ist, 110 Seiten, fertig. Okay, hier die Spiralbindung können wir bei Amazon zumindest aktuell noch nicht machen. Das hier ist auch ein super einfaches Cover, ganz easy zu gestalten. Also du siehst hier schon, das sind alles keine Design-Kunstwerke. Das hier auch, also super simpel. Hier ist auch nichts Besonderes mit drin. Also das hier auch, sieht im Prinzip eigentlich fast aus wie ein Schulheft. Rank 103.000, perfekt. Also hier hast du wirklich super Möglichkeiten, in diese Nische noch mit einzusteigen. Gehen wir in die zweite Nische rein, auch auf dem amerikanischen Markt bei Amazon.com. Und zwar RPG Journal. Das ist Rollenspiel. Also Roleplay Game Journal. Und hier für alle, die sich damit auskennen, ist es eigentlich ein Pen-and-Paper-Spiel, wo die Leute, die Interessenten und die Käufer zum Beispiel ihre Charaktere gestalten oder tatsächlich auch ein komplettes Pen-and-Paper-Spiel kreieren oder festhalten, um das mit anderen zu spielen. Wir gehen nochmal nach oben, denn hier siehst du schon 726 Suchresultate für dieses Keyword auf dem amerikanischen Markt und daher ist das super cool.
Und wir gucken hier oben auch immer mal, das ist ein Tool von den Self-Publishing Titans, die bewerten diese Nische jetzt auch gerade. Normalerweise heißt es, es sollte über 60 sein. Das ist das hier jetzt nicht, aber ich verlasse mich auch nicht einfach nur auf so ein automatisiertes Tool, sondern ich schaue mir wirklich auch das an, was tatsächlich bei Amazon passiert. Und deshalb scrollen wir jetzt hier einfach mal runter. Die Gesponserten lassen wir wieder außer Acht. Und hier natürlich diese ganzen Gebundenen lassen wir auch außer Acht. Aber das hier ist zum Beispiel independently published. Das heißt, das ist von einem Self-Publisher hier reingestellt und hat den Rang 13.000. Also perfekt. Das hier ebenfalls independently published. Das ist jetzt hier ein bisschen höher in dem allgemeinen Rank. Aber dieses Buch hier ist der Hammer. So, da haben wir schon mal eins, was interessant ist auf jeden Fall von den Zahlen her. Das hier auch, knapp 80.000 der BSR, ebenfalls super. Und hier haben wir das nächste direkt, 14.000, knapp 15.000 vom BSR. Also das wären jetzt schon die drei auf der ersten Seite, wo ich sage, perfekt. Hier 387.000, das ist jetzt ein kleines bisschen höher. 456.000, aber das sind alles Bücher, die gekauft werden und die gesucht werden. Und du siehst schon, wenn du dir da mit dem Cover auch ein kleines bisschen Mühe gibst, das könntest du zum Beispiel auslagern an einen Designer über Fiverr zum Beispiel, da könntest du hier schon richtig gut in diese Nische einsteigen. Also für mich eine super interessante Nische. Gehen wir direkt zur nächsten, nämlich Calligraphy Practice Paper. Das ist das Keyword, das ich hier eingegeben habe. Und auch hier siehst du 2000 Suchresultate, die mir angezeigt werden, ist also mehr, als ich gerne hätte. Das heißt, hier würde ich jetzt auch definitiv wieder in die Keyword-Recherche gehen und schauen, welches Wort kann ich stattdessen eingeben. Das ist Kalligraphie-Übungspapier. Das heißt, hier lernen Menschen einfach hübsch zu schreiben, Kalligraphie zu schreiben. Das ist wirklich für viele ein richtig tolles Hobby. Und dementsprechend schauen wir uns diese Nische jetzt auch einfach mal an. Hier siehst du schon 57.000 Bestseller-Rank. Perfekt. Auch independently published im Jahr 2019. Läuft immer noch. Und du siehst hier schon auch das Cover super easy zu gestalten. Also es ist jetzt alles kein Hexenwerk. Gucken wir mal weiter runter. Das hier auch 118.000. Super. Gehen wir weiter runter, was hier noch empfohlen wird. Also das sind alles wirklich super coole BSRs, die ich hier sehe und lohnt sich daher auf jeden Fall, diese Nische genauer im Auge zu behalten. Und wie gesagt, du siehst hier schon von den Designs her, es ist super easy gehalten und das ist eine Nische, in die du auch sofort wirklich reinspringen kannst. Gehen wir hier mal auf den deutschen Markt, Kalligraphie-Übungspapier. Hier haben wir 203 Suchergebnisse, das heißt noch viel weniger Konkurrenz. Und auch hier schauen wir jetzt gerade einfach mal, wo wir hier liegen. Die sind jetzt gerade vom Bestseller-Rank alle ein bisschen höher, 600.000 und 800.000, über 1.000.000, 400.000. Also das wäre für mich jetzt definitiv weiterhin ein Zeichen, im amerikanischen Markt zu bleiben. Hier sind wir bei 155.000, das fände ich noch großartig, das würde Sinn machen. Aber die anderen sind mir hier jetzt tatsächlich für dieses Keyword einfach zu hoch vom BSR. Also hier auch eindeutig ein absoluter Daumen hoch für den amerikanischen Markt, wo du mit diesem Keyword reingehen kannst. Die nächste Nische, Isometric Graph Paper. Hier sehen wir 447 Suchresultate, das heißt auch eine super Nische. Und dieses Papier wird viel genutzt von zum Beispiel Ingenieuren, Designern oder Mathematikern. Und daher ist das auch super simpel gehalten. Du siehst es hier auch schon direkt bei den Covern. Und daher sage ich auch immer, kenne deine Zielgruppe. Denn das, was die Zielgruppe natürlich nicht möchte, ist irgend so ein verschnörkeltes, verspieltes Cover, sondern das darf wirklich klar und super straight sein. So, und das gucken wir uns hier jetzt auch nochmal an. Bestseller-Rank 37.000, 56.000, 208.000. Also die sind tatsächlich richtig gut, 390.000, gut geht ein bisschen höher, 53.000, 32. Also auch das wieder eine richtig coole Nische.
Und du siehst es, das sind wirklich Buchcover, die sind super easy zu erstellen. Da ist kein großes Brimborium, sondern da kannst du einfach loslegen und dein Buch mit den richtigen Keywords hier so platzieren, dass es kontinuierlich immer und immer wieder nachgekauft wird. Gucken wir uns das Ganze auf dem deutschen Markt an. Hier haben wir 460 Suchergebnisse für dieses Keyword isometrisches Papier. Und auch hier schaue ich mir jetzt einfach mal an, welche BSRs mal hier sehen. 350.000 knapp, 1 Million, das ist mir zu hoch, das auch. 400.000, okay, 2 Millionen, 3 Millionen, ja, 650.000. Also auch hier zeigt es mir wieder sehr deutlich, man kann damit in den deutschen Markt gehen. Ich würde nach wie vor in diesem Moment jetzt den amerikanischen Markt präferieren und damit beginnen, für dieses Keyword zu ranken und natürlich auch noch verwandte Keywords zu suchen. Aber wie das geht, dafür gibt es ja auch noch speziellere Videos. Die nächste Nische ist das Kanji Notebook. Und hier siehst du schon 653 Resultate, das heißt super wenig Konkurrenz. Hier kannst du auf jeden Fall direkt reingehen. Mit diesem Kanji Notebook kann man die japanische Schrift üben. Das heißt, auch hier ist es wieder wirklich der Hobbybereich, den wir hier jetzt angehen und uns anschauen. Und du siehst es hier auch schon direkt, die Cover sind auch wieder super überschaubar, wirklich sehr minimalistisch gehalten, wie es ja gerade für den japanischen Bereich auch so bekannt ist. Und hier sind wir bei einem Bestseller-Rank von 14.000, also phänomenal gut. Schauen wir hier einfach mal weiter, was wir hier haben. 86.000, sehr cool, 172.000 hier mit einer japanischen Landschaft. Auch hier geht es ja wirklich nur darum, dieses Bild dann irgendwo zu finden und zu kaufen. Natürlich darauf achten, dass die Lizenz für kommerzielle Zwecke zu verwenden ist, super wichtig. Und hier dann ein ganz simples, aber elegantes Cover zu erstellen. 409.000 BSR, das ist jetzt ein bisschen hoch. Aber hier auch schon wieder 262, super, 33.000, also okay, auch mal was Lustiges mit dabei. Und das ist jetzt auf jeden Fall eine Nische, wo ich sagen würde, direkt reingehen, die finde ich super und sie ist auch super easy zu erstellen. Gucken wir uns das Ganze hier auf dem deutschen Markt mal an, da haben wir etwas mehr als 1.000 Suchergebnisse. Da würde ich jetzt trotzdem mal schauen, hier Bestseller Rank 32.000, auch sehr cool, 175.000, super. Gehen wir mal weiter runter, die hier sind jetzt alle ein kleines bisschen höher, 28.000, so, wir haben hier schon drei auf der ersten Seite gefunden, die auf jeden Fall unter 100.000 haben, das heißt auch hier wird nach diesem Keyword gesucht und hier gibt es relativ wenig Konkurrenz, also ja, wir sind bei etwas mehr als 1.000, es könnte besser sein, das heißt auch hier könnte man jetzt schauen, geht man etwas weiter in die Tiefe von der Keyword-Recherche, aber dazu gleich nochmal mehr. Der nächste Bereich, das DotGrid Notebook. Das ist dir mitunter wahrscheinlich auch bekannt als Bullet Point Journal, aber dieses Wort bitte niemals, 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 ich unterstreiche es, niemals verwenden, denn das ist geschützt. Also da kriegst du sofort eine dicke Abmahnung. Deshalb auch hier suche bitte nach anderen Möglichkeiten. Hier sind wir jetzt bei auch etwas über 1.000 Resultaten. Das heißt, auch hier würde ich jetzt tatsächlich in die Tiefe gehen nochmal, um ein besseres Keyword zu finden. Aber hier haben wir es auch schon, 11.000, 5.000. Gut, die hier sind jetzt alle mit Spiralbindung, also nicht direkt unsere Konkurrenz. Das hier könnten wir jetzt mal schauen, das ist auch independent published, noch über CreateSpace, das war damals der Vorgänger bei KDP. Und hier sind wir bei 35.000, wirklich sehr cool. Das sind jetzt hier natürlich eher wieder richtig professionell hergestellte Bücher. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt schauen. Das heißt, auch hier gehen wir weiter runter und gucken uns diesen Bereich mal an. Hier zum Beispiel auch independently published, 103.000. Auch wieder für uns ein Zeichen. Es läuft, es wird gesucht. Und da würde ich einfach immer mal gucken, hier zum Beispiel auch. 6.000 hier mit verschiedenen Covern und dazu werde ich nachher auf jeden Fall auch nochmal was sagen. Also wie gesagt, bis zum Schluss gerne dranbleiben. Das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass das eine super spannende Nische ist, die wirklich unheimlich viele Leute verwenden, um ihre tagtäglichen Aufgaben aufzuschreiben, zwischendurch ein bisschen zu malen oder wie auch immer. Und daher ist das ein Bereich, wo ich sagen würde, für mich super interessant. Gehen wir zur nächsten Nische, das Blank
Comicbook, wie ich es hier oben eingegeben habe. Hier auch super gut 293 Resultate. Und das ist eine Nische, die wirklich super erfolgreich läuft. Ja, sie ist mitunter überlaufen. Es gibt tatsächlich viele, die in diesen Bereich auch reingesprungen sind. Aber auch hier kannst du dich wirklich richtig gut abheben und kannst auch noch super Keywords finden, für die du hier tatsächlich ranken kannst. Gehen wir jetzt mal einfach ein bisschen runter. Hier siehst du schon BSR von 12.000. Das ist jetzt ein bisschen höher. Das ist natürlich der Hammer hier, ne? BSR von 1.200, das ist richtig, richtig gut. 67.000, also 284, 185, hier haben wir wirklich schon auf der ersten Seite mehrere, die hier einfach richtig gut ankommen. 100.000, also das ist eine Nische, die lohnt sich auf jeden Fall. Und du siehst hier einfach auch schon, es ist auch vom Cover easy zu machen. Das kannst du dir auch entweder super easy und gut bei Fiverr erstellen lassen oder du kannst es selber mitunter erstellen, wenn du ein bisschen Photoshop-Kenntnisse hast. Du kannst dir solche Vorlagen hier auch wunderbar bei Creative Fabrica holen. Auch das ist ja immer mein Go-To-Dienstleister, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite und das halt wirklich einfach auf deine Coverseite draufsetzen. Also ein super spannender Markt und das gucken wir uns jetzt auch auf dem deutschen Markt mal an. Hier Blanco Comicbuch, siehst du schon mehr als 3000 Ergebnisse, also viel, viel höher, auf jeden Fall von der Konkurrenz her. Wir gucken es uns aber trotzdem einfach mal an, denn letztlich geht es um die Keywords nochmal, die du nachher da verwendest. 31.000, super gut. Ja, über 400, das wäre mir ein bisschen zu hoch, 172 finde ich aber noch super. 125 finde ich auch sehr cool. Also das zeigt mir auf jeden Fall, dass diese Nische auch hier wirklich gerne genommen wird. Das kann sein, dass das wirklich Erwachsene sind, die einfach mal ein paar Comics zeichnen, Superhelden-Comics, aber auch für Kinder ist das halt perfekt. Und auch hier, ja, überleg einfach mal, lauf auch mal durch einen Buchfachhandel. Was genau gibt es dort? Welche Art Comic gibt es? Und dann geh ein bisschen in die Tiefe. Du könntest da jetzt mit Keywords spielen, wie zum Beispiel Manga oder Ritter oder Abenteuer, Prinzessin, was auch immer. Und hier gucken wir uns jetzt einfach mal an, welche Möglichkeiten es sonst noch so gibt, für welches Keyword wir hier zum Beispiel besser ranken können. Also das schaue ich jetzt einfach mal, wie das hier für Erwachsene ist. Wir geben jetzt mal noch ein Adults dahinter und dann sehen wir hier schon, hier sind nur noch 117 Suchresultate. Das heißt, hier hast du noch weniger Konkurrenz, wenn du ganz speziell für den Bereich für die Erwachsenen nochmal suchst. Hier auch sind wir bei 13.284, okay, das ist ein kleines bisschen höher. Aber das sind einfach so Möglichkeiten, wo du wirklich mal schauen kannst. Hier auch 1200, knapp 1300. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Keyword, was noch weniger Konkurrenz hat, was aber genauso gesucht wird. Das heißt, auch hier erscheinen auf der ersten Seite direkt drei richtig gute Bücher mit sehr, sehr guten BSR. Also insofern, so kannst du jetzt vorgehen und dich hier wirklich immer weiter reinarbeiten und gucken, was ist das Keyword, wofür das Buch in dieser Nische noch richtig gut ranken würde. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Keyword, was dann mit in den Titel sollte unbedingt und auch irgendwo im Untertitel mit verarbeitet werden sollte. Also natürlich nicht doppelt gemoppelt, denn Titel ist das, was Amazon am stärksten rankt, danach kommt der Untertitel und danach kommen die Keywords, die bei KDP im Backoffice in den 7 Boxen mit enthalten sind. Also insofern schau, dass du keine Keywords doppelt hast, aber dass du natürlich deine Keywords hier so gut wie möglich platzierst und das wäre jetzt etwas, was auf jeden Fall auf den Buchtitel sollte. Die nächste Nische. Kommen wir von den Erwachsenen zu den Kindern und das ist das Primary Story Journal. Das ist super spannend, denn das ist etwas für Kinder, wenn sie zum Beispiel ihre Geschichten schreiben möchten. Das hat jetzt hier mit diesem Keyword aktuell auch noch über 1000 Resultate. Ich finde es trotzdem super. Und jetzt schauen wir uns das Buch einfach mal an, denn das kannst du auch super easy erstellen tatsächlich. Hier siehst du auch schon ein BSR von 5700. Für Jungs hauptsächlich, Dinosaurier, ein bisschen dunkel gehalten,
Letztlich ist es egal, natürlich auch für Mädchen, wenn sie es mögen, aber so kannst du deine Nische immer natürlich noch mal ein bisschen weiter eingrenzen. Deshalb sage ich solche Keywords immer noch mal wieder dazu. Auch sowas hier, Grades, K2, K2 School, Exercise Book, das sind alles Keywords, die du dir nachher anschauen kannst, wenn du tiefer in diese Nische reingehst. Denn vielleicht würde dieses Buch mit diesem Keyword hier noch viel besser ranken. Das heißt, das ist ein Schulbuch, was hier zum Beispiel auch in der zweiten Klasse genutzt wird. Hier haben wir das nächste mit Einhörnern, BSR von 18.000, hier Meerjungfrau 26.000. Das heißt, hier haben wir schon direkt mehrere Bestseller und das ist wirklich super easy zu machen. Du siehst auch sowas hier, das ist jetzt halt eher ein Unternehmen. Daran würde ich mich jetzt nicht orientieren. Ich finde es auch ein bisschen langweilig vom Cover her. Schau wirklich, welche Nische du ansprechen möchtest. Hier 47.000, super cool. Das ist jetzt alles ein bisschen höher. Und hier Weltraum. Woran haben Kinder Spaß? Was macht ihnen Bock? Wo haben sie Interesse dran? Vielleicht hast du Bekannte in deinem Umfeld, die Kinder haben. Frag sie einfach mal im Alter von 4 bis 11, welche Interessen haben sie da? Und schau einfach mal, dass du hierzu dann entsprechend Bildmaterial findest, zum Beispiel auch wieder bei Creative Fabrica, was du hiermit verwenden kannst. Die nächste Nische haben wir hier, Graph Paper Notebook. Das ist auch eine Nische, die verwendet wird, zum Beispiel für verschiedenste Notizbücher. Und es kann für so viele Zwecke eingesetzt werden, im Privatbereich oder sei es auch im beruflichen Bereich. Und ja, ich weiß, dieses Keyword hat etwas mehr Konkurrenz mit ungefähr 2000 Suchresultaten. Aber auch hier findest du Keywords, die nicht so häufig gesucht werden, aber dennoch oft gekauft werden, weil sie halt weniger Konkurrenz haben. Also auch hier lohnt es sich dann einfach mal wieder ein bisschen tiefer reinzugehen in die Suche. Und du siehst hier die Amazon Search Bar, das sind jetzt alles Bereiche oder ja Keywords, die reale Amazon-Kunden hier wirklich eingegeben haben, weil sie danach gesucht haben. Das heißt, die kannst du wirklich alle einfach mal durchgehen und schauen, ist dafür das Suchergebnis besser und ist da auf den ersten drei Seiten auch auf jeden Fall was Spannendes für mich dabei vom Bestseller-Rank. Das gucken wir jetzt mal. Die Gesponserten lassen wir wieder außen vor. Hier 23.000 und ein super easy Cover. Also wirklich super schnell gemacht. Können wir weiter runtergehen. Die Spiralbindung würde ich auch wirklich alle außen vor lassen. Die brauchen wir nicht, aber du siehst auch schon hier der Bereich. 2000, das ist auch einfach nur weiß und fertig ist es. Also auch hier super clean. Das heißt aber nicht, dass du unbedingt in diese Ecke gehen musst, denn du kannst dich ja auch anders hervorheben, indem du jetzt wirklich mal schaust, dass du von deiner Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, auch wieder ja, schöne Cover gestaltest. Zum Beispiel mit Interessensgebieten wie Hunde oder Meerjungfrauen oder einfach irgendwelche Muster und Maserungen in gewissen Farben. Also das lohnt sich hier auf jeden Fall auch mal etwas anders zu machen als das, was du hier mitunter siehst. Schauen wir einfach nochmal hoch und gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen in die Tiefe und gucken uns mal an, was so noch gesucht wird. Zum Beispiel hier mit dem Begriff Journal noch dahinter. Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Ah, guck, und das hat sogar noch mehr Suchresultate. Das wollen wir also nicht. Gucken wir uns mal weiter an, welche Möglichkeiten es gibt. So, gucken wir uns hier mal an, For Girls zum Beispiel. Einfach mal schauen, was dabei rumkommt. So, okay, hier sind wir jetzt zum Beispiel schon mal bei 1000 Suchresultaten gelandet. Also auf jeden Fall schon mal interessanter. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es hier läuft. Allerdings hier von den BSR ist es doch etwas arg hoch. Also das fände ich dann jetzt weniger spannend. Aber hier haben wir zum Beispiel 370.000. Na gut, 750.000, nicht ganz so cool. Also, aber hier würde es jetzt auf jeden Fall Sinn machen, oben die Möglichkeiten einfach mal durchzugehen und so kommst du nach und nach an Keywords ran, die immer besser ranken und halt gesucht werden. Also das ist wirklich etwas, was ich dir in diesen Momenten dann empfehlen würde. Und kommen wir zur letzten Nische und zwar das Boat Logbook. Hier haben wir 248 Resultate. Gehen wir einfach mal runter. Hier sehen wir auch schon wieder Spiralbindung, das gucken wir uns jetzt nicht unbedingt an. Aber hier geht es jetzt so langsam los. Also 124.000, schon mal sehr cool vom BSR.
Und das ist tatsächlich eine Nische, die auch in dem Hobbybereich fällt, denn jeder Segler oder der ein Motorboot anmietet oder selber besitzt, möchte hier vielleicht wichtige Informationen drin festhalten oder zum Beispiel tolle Trips, die er damit gemacht hat, mit Freunden, mit wem war ich unterwegs, wie war das Wetter, wie ist es gelaufen, was haben wir alles erlebt und gesehen etc. Also das ist hier wirklich auch eine richtig tolle Hobbynische, die man angehen kann. Und auch hier siehst du, es braucht keine krassen Designfähigkeiten, um hier ein schönes Cover zu erstellen. Und das Interior kannst du dir kaufen. Da kannst du zum Beispiel bei Creative Fabrica wieder gucken oder bei Niche Raiders. Also du hast hier wirklich Möglichkeiten, super schnell was zu erstellen. 87.000, wirklich perfekt. Sind wir hier? Ja, das ist ein bisschen höher. Nichtsdestotrotz haben wir hier wirklich ganz interessante Möglichkeiten, um es auch einfach ja, besser zu machen für deine Kunden. Und das gucken wir uns jetzt auch auf dem deutschen Markt mal an. Hier sind wir direkt wieder ein bisschen höher, 2.000. Das heißt, hier würde ich jetzt wieder durchgehen und mir einfach mal anschauen, welche Möglichkeiten gibt es noch, wonach könnte noch gesucht werden, was könnten wirklich spannende Keywords sein. Aber jetzt schaue ich mir das erstmal an, 40.000, sehr cool. Und hier so ein Paper findest du bei Creative Fabrica auf jeden Fall. Und das kannst du einfach auf dein Cover setzen. Also es ist wirklich super easy. Das perfekt, 5.500. Hier haben wir gerade keinen Rank. Okay, das ist ein bisschen hoch mit über 800.000, 450.000. Das hier auch, 691. Also wirklich mega. Das ist auch noch ein bisschen hoch. Also super Ideen. Auch hier findest du überall Ideen für Keywords, nach denen du suchen kannst. Seetagebuch könntest du einfach mal eingeben zum Beispiel oder auch ne, dieser Bereich. Hier muss man aufpassen, das ist fast schon ein bisschen Keyword-Stuffing, aber hier passt es noch, weil es trotzdem gut zu lesen ist. Bordbuch für Kapitän, Segler und Crew, Schiffstagebuch, Meilenbuch für so und so. Das geht so gerade eben noch. Auf gar keinen Fall bitte hier im Titel machen Geschenk oder Geschenkidee. Das ging früher noch, aber mittlerweile wird es wirklich abgestraft. Du siehst, es ist auch von 2019, da war das noch möglich. Mittlerweile kannst du sowas nicht mehr verwenden als Keywords oben im Titel. Aber das hier zum Beispiel als Titel verwenden und Schiffstagebuch, Meilenbuch etc. als Untertitel, das ist durchaus möglich. Also mach dir da einfach ein paar mehr Gedanken drüber, wie du es vor allem für den Endkunden auch richtig schön anbringen kannst. Wie gesagt, einige dieser Nischen sind auf den ersten Blick jetzt vielleicht mit den Keywords auch schon überrannt, aber du hast wirklich immer die Chance, ein Buch besser zu gestalten, ein besseres Cover zu haben, ein bisschen mehr über die Zielgruppe nachzudenken und ihnen auch beim Interior noch entgegenzukommen und Dinge zu gestalten, die auf die Zielgruppe absolut passt. Du musst hier tatsächlich nur ein bisschen recherchieren, ein bisschen Zeit investieren und das sollte auf jeden Fall drin sein. Und du kannst diese Bücher super schnell herausbringen, denn sie sind schnell erstellt. Zum Beispiel ja auch mit Tension Templates. Das ist wirklich auch ein Tool, mit dem ich super viel arbeite. Und du siehst hier schon, wir sind bei den Interiors. Du hast hier alle Möglichkeiten. So ziemlich alles, was wir vorhin gefunden haben, gibt es hier an Ideen. Hier haben wir dieses Hexagon-Papier, was gerade für die Rollenspiel-Gamer von großem Interesse ist. Wir haben das einmal in groß, wir haben das in klein. Und hier kannst du tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal zu der Nische Roleplay gehen, hier kannst du tatsächlich diese Papierarten mischen. Du kannst mal was Größeres haben, die nächste Seite ist kleiner oder die nächsten 5 Seiten. Dann hast du die nächsten paar Seiten einfach hier so ein Graph Paper oder Dot Grid und dann hast du vielleicht noch so ein paar ganz einfache linierte Seiten. Und das halt immer so ein bisschen abwechselnd, das kannst du zum Beispiel auch einfach mal ausprobieren. Und auch das ist hier mit dem Tangent Builder super easy zu gestalten. Hier siehst du auch, hast du die Musiksheets, das Story Paper, das isometrische Papier, also so ziemlich alles das, was wir vorhin durchgegangen sind, findest du hier bei Tension Templates. Mit einer einmaligen Zahlung von 50 oder 60 Dollar kannst du das hier ja zeitlang nutzen. Also das ist kein Abo-System und du bist hier nicht beschränkt. Du musst hier nichts noch on top zahlen, sondern alles, was du hier siehst, kannst du so verwenden. Hier das Kalligrafiepapier. Und das ist etwas, wo du dir natürlich auch wieder Ideen
zurechtlegen kannst. Zum Beispiel hier so eine Messe. Das ist gerade im amerikanischen Bereich total spannend. Das ist so ein Messejournal, weil viele Amerikaner ja doch auch sehr gläubige Kirchgänger sind und zum Beispiel die Messen, die ihnen sehr gefallen haben, aufschreiben. Also super spannend. Oder hier ein Grimoire für die Hexen der neuen Zeit. Also hier sei einfach auch mal kreativ, geh hier alles durch und überleg dir, was für deine Zielgruppe ganz interessant wäre. Du kannst natürlich auch ganz einfach kostenlos mit PowerPoint oder Canva arbeiten und deine Interiors selber gestalten oder natürlich mit Photoshop, wo du dann aber ein Bezahltool an der Hand hättest. Du kannst zum Beispiel auch das gleiche Interior mit mehreren Covern rausbringen. Wenn wir jetzt einfach hier nochmal zu irgendeinem hinspringen, wo sind wir jetzt gerade? Was schauen wir uns hier denn mal an? Du hast hier jetzt zum Beispiel diese Nische ausgesucht und hast das Interior einmal stehen und bringst es mit verschiedenen Covern raus. Und das ist natürlich definitiv möglich. Ich empfehle dir nur trotzdem, mach auch hier kein Spamming. Das wurde früher gerne gemacht, jetzt sehe ich es manchmal auch noch, dass es eine Nische gibt, wo ein Interior enthalten ist und dann schmeißt jemand direkt 40 verschiedene Cover damit auf den Markt. Sieht Amazon nicht gerne, straft das gerne ab mittlerweile und die Kunden sind halt auch genervt. Also bei No-Content geht es eigentlich, wo relativ wenig Inhalt drin ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel bei dem Boot-Logbuch das gleiche Interior hast und hast 40 verschiedene Cover, dann ist das nachher irgendwann schon ein bisschen nervig. Also wenn du hier 2, 3 gute Varianten hast, wo du dir wirklich auch Mühe gegeben hast, dann finde ich das eine tolle Idee. Und damit kannst du natürlich deine Zielgruppe wirklich nochmal abholen. Was ich dir auch nicht empfehlen würde, wenn wir hier auch einfach mal schauen, ja, das ist jetzt die Kindernische. Zum Beispiel beim Blanko-Comic-Buch, geh vom Preis her nicht zu niedrig. Das machen viele, die dann denken, oh, Hauptsache mein Buch wird gekauft, ich gebe das jetzt für 3,99 oder 4,99 in den Markt. Und du siehst, hier ist zum Beispiel 6,99 €, das ist ein guter Preis, 6,99 € ebenfalls. Der ist schon 1 € drunter gegangen, der hier geht ein bisschen drüber. Das kannst du gerne alles mal ausprobieren. Und ich würde auf jeden Fall immer sagen, nimm nicht den günstigsten Preis. Ich weiß, das haben viele als Strategie, da geht es um die Masse, Hauptsache es wird gekauft. Aber nicht jeder Kunde hat im Kopf, Geiz ist geil. Du kennst den Spruch vielleicht noch aus der Werbung, sondern billig bedeutet manchmal auch wirklich billig im Kopf. Und was sie nicht wissen, ist, dass ja Amazon immer der Produzent ist. Amazon druckt das Buch für 12 €, druckt aber auch das Buch für 4,99 €. Aber die Kunden haben vielleicht im Kopf, für 4,99 € kriege ich vielleicht eine schlechtere Qualität. Also niemals zu günstig. Ich bin tatsächlich bei den meisten Notizbüchern, Tagebüchern auch immer bei 6,99 €. Und in der Hochzeitsbuchnische bin ich sogar mitunter bei 19,99 € oder noch höher, um da einen entsprechenden Mehrwert zu liefern. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du jetzt mal ein paar Ideen bekommen hast, die du vielleicht auch für dich noch weiter spinnen kannst, um auf weitere coole Nischenideen zu kommen, dann hinterlass hier gerne ein Like und ein Abo natürlich auf dem Kanal, damit du auch direkt weißt, wenn die nächsten Videos von uns hier veröffentlicht werden. Und wenn du wissen möchtest, wie du jetzt mit diesen Nischen tatsächlich auch arbeitest, wie du deine Bücher erstellst, dass sie sich in diesen Nischen halt auch verkaufen und worauf du zu achten hast, dann klick hier unten im Video auf den KDP Online-Kurs und lerne das KDP-Business tatsächlich von Anfang an mit allem, was dazugehört, mit Tipps und Tricks, mit Insiderwissen, sodass du dein ortsunabhängiges Online-Unternehmen starten kannst und endlich passive Einnahmen generieren kannst. Ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Ich mache es mir hier noch ein bisschen in der Sonne gemütlich in Spanien und dann sage ich bis zum nächsten Video.